Willkommen zu N Plus bei Lurexen. So, bevor ich was mache, werde ich die Musik einschalten. New Game, natürlich. So, fangen wir mal an. So, wir kennen das, das ein einfaches Spiel eigentlich. Meines Sagens ist das ein einfaches Spiel. Ich mag das Spiel aber, deswegen spielen wir es. Ach ja, die gelben Sachen geben nur Zeit. Dieser Knopf aktiviert den Schalter, der hier ist. Hier. Das ist ein Schalter, das ist das Tor, wo wir durch müssen. Mehr gibt es eigentlich nicht zu reden. Wir sind diese schwarze Ninja. Wir können im Laufe des Spiels Farben freischalten, das wir dann benutzen können. Die Dinger geben uns halt Zeit, weil wir oben hier, oben links hier eine Zeitangabe haben. Und wenn die Ende ist, sterben wir. Wir haben auch Fallschaden. Es gibt in späteren Spielen auch noch Kreaturen, die uns dann ausschalten. Wie dieses hier. Das reagiert immer auf die Richtung, die ich gerade bin. Oder auf den Boden berühre. Dann kommt es zu mir. Ich bin aber schneller. So, dann gibt es hier noch Trampolin. Den Schalter wie immer. Jetzt wird die Fähigkeit von Trampolin und das da genutzt. Man kann. Es kommt drauf an, wie dieses Teil gerichtet ist. Wenn es andersrum gerichtet wäre, könnte ich da nicht durch. Dann würde ich immer gegen die Wand knallen. So, jetzt kommt das schlimmste Phänomen dieses Spiels: die Minen. Minen, die Bomben. Oder? Sind das Minen? Ja, die. Ich sag mal halt rote Bomben. Ich sag Bomben. Weil die explodieren gerade. Nee, Minen. Minen sind das besser. Das sind Minen, die starten direkt, wenn ich da drauf gehe, wie man es sieht. Ich bin schon zweimal gestorben. Und so funktioniert es halt. Ja. Ich werde immer 10 Minuten aufnehmen, nichtsdestotrotz. Nein, Scherz. Ich werde es anders machen. Ich muss gucken, wie ich das mache. So. Oh nee, das Level mag ich nicht. Ja. Die ersten paar Level sind einfach, deswegen wundert euch nicht. Ich habe ein bisschen getestet. So, Level 2 ist komplett. Wir machen die ersten 4 Level. Würde ich mal sagen. Die Musik ändert sich auch immer wieder. Ich werde nicht diese gelben Sachen einsammeln, weil das ein bisschen unnötig ist. Oh, das Level mag ich gar nicht. Wie gehe ich da dran? So. Ach, leck mich doch. Nein! Und zack. Ja, endlich. Dieses Level mag ich aber trotzdem nicht. Genau wegen die Stelle, ja! Auf dem Days ist es ein bisschen einfacher, diese Stelle zu machen. Finde ich jedenfalls. Und runter. Hier ist noch. Das sind die kleinen Minischalter, die aktivieren Tore. Und damit kann man halt jetzt hier durch, wie man das vorhin sehen konnte. Ich habe es gerade nicht beachtet, sorry. Und dann komme ich hier dran. Und mit dem Schalter kann ich durch die Tür. Wie man es weiß. Und da bin ich durch. Ach ja, diese Spielzeuge habe ich auch nicht erklärt. Die sind das Zweitmeiste, was eigentlich hier vorkommt, außer den Münzen und den Minen. Es kommt das relativ sehr häufig vor. Die machen halt elektronischen Schaden ein. Jetzt kommen mal mittlerweile richtig geile Mucken. Okay. Wozu ist der nicht gesprungen? Ah, wieso springt der nicht? Okay, aber ich meine richtig. Ja, gut. Ich glaube, niemand sammelt hier die Münzen ein. Also, das lohnt sich nicht und ist ein bisschen
psychisch gestört. Meines Erachtens. Ja, dieses Level ist eigentlich Pflicht, dass man das machen sollte, weil sonst kaum eine Schwierigkeit hier drin ist, weil man hier einfach durchlaufen kann. Ich laufe dann wieder zurück dann so. So, zack, zack, zack. Nein, scheiße. Ich muss es so machen, weil das wäre viel zu einfach. Ja, ich muss es nicht, ich kann es, aber ich mache es auch. Damit es ein bisschen schwer ist. Wenn ihr darauf keine Lust habt, dann geht einfach durch. Ja, ich muss mal die Mucke ein bisschen leiser machen. So. Dieses Level ist ein bisschen fordernd, wenn man so will. Und zack, durch. Ja. Oh ne, das Level mag ich überhaupt nicht. Ah! Nein, jetzt habe ich den. Oh nee. Stirbt hier in Sekunden. Ja. Save complete. So. Ich werde auf keinen Fall Save States einsetzen, so leicht das Spiel auch ist. Also so fordern ist das Spiel eigentlich gar nicht. Ich dachte am Anfang des Spiels, ja, das wird bestimmt voll schwer werden, aber irgendwie habe ich mich da geirrt. Nach einer Zeit wurde es wirklich schwer, aber nicht so schwer, dass ich es nicht geschafft habe. Ein Level gab es da, da dachte ich, das geht nicht, das ist unmöglich, das kann man nicht schaffen. Das ist, ein blinder Menschenverstand kann das nicht, ein normaler Menschenverstand kann das nicht. Aber dann habe ich einen kleinen Trick oder Cheaterweg gekriegt und dann ist das auch geritzt, ehrlich gesagt. War die Hälfte der Sache geritzt. Und dieses Level ist einfach nur berühmt, lang zu sein. Man kann hier leicht Fallschaden erleiden. Und deswegen empfehle ich es nicht. So. So, das will ich mal mit einem gezielten Sprung schaffen. So. Der erste Part wird, glaube ich, nicht so lang. Ich werde dann immer 4 Level machen, maximal. Das waren die 4 Level. Diese 4 Level wollte ich machen. Bis zum nächsten Mal, Freunde.